Milch macht müde Männer munter. Das war ein Werbespot, der jahrelang in den Fernsehprogrammen das Produkt Milch beworben hat. Wenn heute. Bäuerinnen und Bauern diesen Spot hören, bekommen sie Wut. Sie sind munter jeden Morgen. Sie kümmern sich um ihr Vieh und sie stellen abends fest, dass sie weniger Geld einnehmen, als sie selber brauchen, um das Vieh zu versorgen. Das heißt, sie verlieren täglich Geld, wenn sie die Milch abliefern. Das nennt man die Vernichtung der Bäuerinnen und Bauern. Das ist eine Ausbeutung, das ist eine Enteignung der ländlichen Betriebe durch wenige Handelskonzerne. Wir müssen darüber in Deutschland reden. Nicht Geiz ist geil. Kann die Lösung sein. Wenn ein Liter Haarmilch preiswerter im Handel gehandelt wird, als der Bauer überhaupt aufwendet, um den Milchpreis herzustellen, um die Milch produzieren zu können, dann stimmt etwas nicht. Dann vernichtet das soziale Strukturen, ländliche Strukturen und räumliche Strukturen. Deswegen ist der Kampf der Milchbäuerinnen und Milchbauern sehr gerecht und sehr gerechtfertigt. Wer weiß, wie Bauern denken, der weiß, dass es weh tut im Herzen, Milch wegzuschütten. Wenn man sieht, dass Kinder auf der Welt Hunger haben und Nahrungsmittel weggeschüttet werden, ist das ethisch verwerflich. Wenn gleichzeitig aber festgestellt werden muss, dass das Abliefern von Milch zur Zerstörung des ländlichen Betriebes führt, dann sieht man, dass es sich um reine Notwehr handelt. Deswegen steht die Linke auf der Seite der Milchbäuerinnen und Bauern. Wir kämpfen für faire Preise. Wir könnten uns vorstellen, dass die Verbraucher entscheiden, welche Milch sie in Zukunft kaufen. Dann müssen die Handelskonzerne gezwungen werden, den Rohmilchpreis der wird, wird, auf der Packung aufzudrucken, dann können die Verbraucher entscheiden, ob sie Geiz ist geil in den Vordergrund stellen, ob sie Billigst ist Best kaufen, oder ob sie für den ländlichen Raum sich einsetzen wollen, für Nahrungsmittel, die aus der Umgebung kommen wir sagen die bäuerinnen und bauern müssen den kampf gewinnen und wir sagen ganz klar monopolartige strukturen dürfen nicht zulasten der sozialen strukturen in deutschland weiter betrieben werden. wir fordern einen fairen preis im fairen wettbewerb und niedrige milchpreise sind genauso unfair wie billigslohn ist genauso unfair wie hartz iv regelsätze von denen sich menschen eben nicht genügend nahrungsmittel kaufen können. Alles gehört zusammen. Soziale Strukturen müssen gemeinsam entwickelt werden. Deswegen ist der Kampf der Bäuerinnen und Bauern sehr praktisch für die eigenen Interessen, aber symbolisch auch für unser ganzes Land. In diesem Sinne wünschen wir unseren Bauern viel Erfolg und sagen, die Milch macht's.